Hallo, hier ein Auszug aus dem Buch Technokratischer Totalitarismus, Anmerkungen zur Herrschaft der Feinde von Freiheit, Frieden und Wohlstand in der handlichen Taschenbuchausgabe. Und ich lese ein paar Abschnitte vor aus dem Geleitwort von Professor Dr. Franz Buiseke, der hier schreibt: Nach der Lektüre ist vor der Lektüre. So oder so ähnlich fühlt man sich, wenn man dieses bemerkenswerte Buch von Anthony Peter Müller schließlich beiseite legt und sich fragt, was man da eigentlich gelesen hat. Es ist ein wilder Ritt durch 200 Jahre politische und ökonomische Literatur, in der man an Namen und Thesen erinnert wird, die man schon lange nicht mehr gehört hat. Und er schließt: Es ist lange her, dass uns ein Buch so nachdenklich gemacht hat. Ich lade Sie ein, mit nachzudenken. Ihr Anthony.